Best UFL Fight in History. 16 years old. Gegen Pro Brandon. Alles klar, lass mal sehen. Blauer Kopfschutz gegen roten Kopfschutz. Ein Boxkampf. Blauer Kopfschutz sieht gut aus. Boah, schöner linker Haken jetzt hier vom roten Kopfschutz. Der hat kurz mal eingeschlagen. Da war auf jeden Fall Power dahinter. Der blaue ist auf jeden Fall der bessere Boxer, also der mit dem blauen Kopfschutz. Ist ein besserer Fighter als der andere, ein besserer Boxer als der andere. Boah, harte Treffer aber von dem Kollegen mit dem roten Kopfschutz. Der scheint gute Schlaghärte zu haben. Der andere ist der bessere Techniker, er ist aber der härtere Puncher. Schau mal bei King of the Streets vorbei, ist ein kaputter Hooligan-Klatsche rein. Kennen wir schon, wir warten da aktuell nur auf die neuesten Videos. Die müssen neue Videos hochladen. Ja, das ist ein gutes Sparring. Ja, die beiden geben gut Gas. Guter Techniker gegen einen guten Puncher. Ist immer sehr interessant, dieses Matchup zu sehen. Boah, jetzt aber harte Schläge von dem Kollegen mit dem blauen Kopfschutz. Der ist jetzt mal selber vorwärts gegangen, hat hier harte Treffer ausgeteilt. Ja, das ist doch kein Sparring, das ist ein richtiger Kampf. Die versuchen sich eiskalt auszumachen. Boah, linker Haken direkt an den Kopf. Blauer Kopfschutz hat hier harte Treffer genommen. Oh, Jungs, die beiden Jungs geben sich richtig gerade. Der Typ da hinten auf dem Laufband weiß gar nicht, was er gerade verpasst. Junge. Erste Runde ist vorbei. Was sagt ihr, wer hat die erste Runde gemacht? Roter Kopfschutz, der Puncher, oder blauer Kopfschutz, der Techniker? Mal sehen, wer von euch noch wach ist und nicht pennt. Wer hat eurer Meinung nach die erste Runde gemacht? Blau, blau, rot. Rot, 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 blau, blau, rot, 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 blau, blau, rot, blau, rot, blau, rot, 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 blau, rot, 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 rot. Rot wegen mehr Treffer, rot. Ja, okay, der meiste Teil von euch sagt rot. Grün, einer von uns ist farbenblind. Okay, die meisten von euch sind auf jeden Fall für rot, so wie ich das sehe. Mal sehen. Ei, was ein harter Körpertreffer. Kassiert einen linken Haken direkt hinterher. Kommt aber selber wieder mit einer 3er-4er-Kombination hinterher. Harte Treffer werden hier gerade miteinander ausgetauscht. Beide schlucken die Schläge des Gegners weg wie irgendwelche Smarties. Juhu, Overhand rechte nochmal hinterher. Shit. Eieiei, haut da ihm gerade Körpertreffer rein. Die haben richtig wehgetan mit der rechten. Schöner Uppercut von Blau. Dreht ihn hier raus, rotiert ihn easy weg. Zeigt jetzt hier aber irgendwas. Was ist das gewesen? Was ein geiler Kampf von den beiden, Mann. Wenn ich das sehe, kriege ich so brutal Lust auf Sparring.
Schöner linker Hack nochmal kurz. Beide laufen mit dem Kopf aufeinander. Gar keine Deckung hier gerade am Start, der von Rot. Reagierst du heute noch auf Dulatov Brothers? Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, aber vielleicht machen wir es noch. Schöne Treffer, Junge! Hat er einen guten rechten Haken verpasst gerade? Was ein geiler Treffer hier gerade. Okay, Rot übernimmt den Kampf gerade komplett. Blau wird müde. Schöner Uppercut von Blau. Kommt jetzt aber selber mit einem Uppercut rechten Haken hinterher. Gerade als ich gedacht habe, dass er zu müde ist, um noch eine Kombination zu werfen, kommt er selber nochmal. Ja, der mit dem roten Kopfschutz scheint irgendwie ein Mexikaner, Puerto Ricaner, irgendwie so ein Latino zu sein. Ja? Die sind bekannt für ihr Kämpferherz, für ihren aggressiven Kampfstil. Sehr, sehr geil. Körpertreffer. 5, 6, 7, 8, 9 Körpertreffer hintereinander. 10., 11. Der hat gerade 11 Körpertreffer hinterher rausgeballert. Uff. Blau dreht gerade nochmal komplett auf. 10 Sekunden verbleiben noch in dieser Runde. Nochmal eine Linke gerade jetzt zum Schluss. Boah, zweite Runde. Wer hat die zweite Runde geholt? Rot, 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 gelb. Ja, wieder ein Farbenblinder dabei. Rot, rot, unentschieden. Rot, rot, rot. Ich sehe gar kein Blau. Okay, jetzt habe ich einen Blauen gesehen. Rot, 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 blau, rot, rot, blau. Boah, also ich sag auch, auf jeden Fall Rot hat das geholt. Dritte Runde. Was ein geiler Kampf bis jetzt. Blau hat am Ende gut was gegeben, aber den größten Teil des Kampfes hat Rot dominiert. Schöner Jab, fünfmal gerade den Jab durch die Mitte durch, ja. Blau kommt jetzt aber nochmal heftig zurück. 5, 6 harte Treffer hinterher. Der Ball hat jetzt nochmal alles raus, was er in der Ringpause reinholen konnte. Aber jetzt hat er sich vielleicht ein bisschen zu sehr ausgepowert. Jetzt ist es wieder die Gelegenheit für Rot Gas zu geben. Schöner linker Haken zum Körper. Rot wird jetzt aber auch mittlerweile müde. Beide sind müde, ja, die haben Gas gegeben. Warte mal, wer ist der Pro, wird gerade gefragt? Best year, 16-year-old versus Pro Brandon. Ich würde persönlich sagen, also Brandon ist wahrscheinlich der mit dem roten Kopfschutz, das ist der Profi. Und der Schwarze mit dem blauen Kopfschutz ist wahrscheinlich der 16-Jährige. Lass mal kurz sehen, ob das vielleicht in der Videobeschreibung steht. Nein, steht natürlich nicht drin. Wozu gibt es denn auch in der Videobeschreibung? Macht ja gar keinen Sinn, da irgendwas zu sagen. Also ich glaube wirklich, der 16-Jährige ist der mit dem blauen Kopfschutz. Brandon hört sich eher wie der Dunkelhäutige an. Es gibt aber auch einen Boxer, der heißt Brandon Rios. Also Rios. Und der ist auch ein Latino. Also ich glaube, das ist wirklich der Rotkopf. Der Schwarze hat ein Tattoo. Ja, aber ich kenne auch Leute, die sind 14 und haben schon ein Tattoo. Weißt? Das hat jetzt auch nicht viel zu sagen. Kinder in Thailand haben schon mit 7 Jahren oder so Tattoos. Das ist ein kleines Tattoo, das er hat. Das könnt ihr auch mit 16 einfach gemacht haben. Back to the jab. 20 seconds. You got 15. Relax.
Blau hat halt sehr, sehr viele harte Körpertreffer kassiert, was ihm infolgedessen ein bisschen die Kondition genommen hat. Aber in der dritten Runde war er jetzt definitiv echt gut. Die dritte Runde könnte jetzt sogar an ihn gegangen sein. Oh, was eine schöne Rechte. Wieder Winkel nach links gewechselt. Uppercut, kurz rein. Nochmal Uppercut. Linker Haken, dreht ihn wieder raus. Blau übernimmt gerade die dritte Runde. Die dritte Runde hat der Blaue nochmal komplett Gas gegeben. Aber ich würde dennoch den Kampf knapp an Rot geben. Knappe Entscheidung für Rot. Ja, okay. Die machen ja bei denen machen die keine... Ich weiß nicht, ob das jetzt offizielle Entscheidung war, unentschieden, oder ob die allgemein bei denen immer keine Entscheidungen sagen. Also, ich sehe jetzt hier nur, dass die Leute den Kampf feiern, aber nicht irgendwie, dass jemand irgendwie wer ist und alles Mögliche. Egal. Ich würde sagen, Rot hat den Kampf knapp gewonnen. Also wirklich ganz knapp. Oh, Daumen hoch muss ich nochmal kurz drücken. Erstmal zurückgehen und Daumen hoch drücken. Hier, zack, Daumen hoch drücken, natürlich nicht vergessen.